Hat er schon Kaninchen geschnappt? Das ist da hinten diese Brücke. Wir gehen mal ganz kurz zurück, legen das Fleisch ab. Und dann gehe ich trotz niedriger Condition weiter. Weil ich will nicht riskieren, dass hier wieder ein Unwetter ausbricht. Und wir den ganzen Tag nichts machen können. Jetzt haben wir auf jeden Fall etwas für unseren Vorrat getan. Wir müssen auch sowas wie eine Axt entdecken und so. Wir haben zwar eine Axt im anderen Gebiet, aber ich weiß bei Gott nicht, wie wir jetzt dahin kommen. Das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Und ich möchte jetzt auch nicht wieder zurück in ein anderes Gebiet. Wir sind jetzt gerade erst hier. Das Wetter will mich doch jetzt verarschen, oder? Hört sich schon wieder so stürmisch an. Ansonsten haben wir auch nur das Nötigste so mit, oder? Ja, ein bisschen viel Essen. Das ist jetzt nicht dein verdammter Ernst. Ich gehe jetzt nochmal raus und gucken. Es hört sich aber so an, als wenn es am Sturm ist. Habe ich dir irgendwas getan, Wettergott, oder so? Ich schlafe jetzt mal 2 Stunden mit der Hoffnung, dass sich das dann beruhigt, dass das nur ein kurzer Windzug ist. Kann doch echt nicht wahr sein, ey. Wir haben da echt Pech. Sehen wir kurz nach. -1 Grad. Scheint nachzulassen. Wir haben ein bisschen die Condition aufgefüllt. Jetzt gehen wir aber mal los. Und zwar da vorne ist diese Brücke. Und dann in Richtung Scheune. Und wenn ich ein bisschen Orientierung in diesem Gebiet gewinne, mich hier auch so ein bisschen auskennen lerne. Was ist denn da vorne? Ist das sowas wie ein das Geländer, aber hä? Okay. Ach, das ist der. Ach, das ist die Hauptstraße und das hier ist nur der Zugang zu diesem Farmhaus. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Aber an dem Briefkasten können wir nichts machen. Wir haben 2 Möglichkeiten. Option A, wir gehen diesen Weg der Straße. Option B, diesen. Wir gehen aber diesen Weg, weil ich da die Scheune gesehen hatte im Hintergrund. Wir müssen uns einfach nur an der Straße orientieren, roter Briefkasten. So vermute ich mal und dann werden wir unser Haus finden. Wenn es mal drauf ankommt. Müssen wir einfach ein bisschen merken. Hier haben wir noch ein Auto. Nichts. Zeitung. No, it ended up being useful. Okay, immerhin etwas. Auch wenn es hätte mehr sein können. Was? Herzschmerzbrücke? What? Wieso Herzschmerzbrücke? Wahrscheinlich ist sie für das Wetter ja verantwortlich. Die Leute alle Herzschmerzen dadurch. Da ist ein leeres Haus.
hier führt sogar ein Zaun so lang. Wir gehen mal da beim Haus gucken, gehen dann wieder zurück zur Straße. Also das Gebiet hier ganz gründlich zu durchsuchen, ich weiß nicht, ob das möglich ist. Also so wirklich so wie Mystery Lake, so Schritt für Schritt die Umgebung abzusuchen, das ist einfach zu, finde ich, unübersichtlich für den Moment. Oh, das ist Munition, super. Super, danke Reisender, wer auch immer du warst. Wir halten deinen unbekannten Namen in Ehren. Und hier haben wir noch ein bisschen Tannenholz. Das hat sich ja schon gelohnt, zu dieser Hütte hier zu gehen. Und jetzt auf, zurück zur Straße. Mr. Hirsch, da hinten lassen wir in Ruhe. Haben wir schon seine Brüder ausgenommen. Und dann schauen wir uns da hinten mal so ein bisschen um. War ja klar, dass bei der Scheune die Wölfe sich rumtreiben. Ah, hier ist sogar ein Zaunstück kaputt, okay. Könnten wir durch, machen wir jetzt aber nicht. Ich möchte jetzt hier schon gerne den regulären Weg, den man wahrscheinlich normalerweise gehen sollte, gehen wir dann auch lang. Da haben wir nochmal ein Auto. Ziemlich weitläufig das gesamte Gebiet. Da haben sie ja wirklich was rausgehauen. Mit dem idyllischen Tal. Probably useful. Orangenlimo, Wollmütze. Müsli-Riegel. Noch Müsli-Riegel. Streichhölzer und Trockenfleisch. Supi. Haben wir ein bisschen was bekommen. Da hinten ist sowas wie eine Brücke. Jetzt müssen wir hier natürlich Acht geben. Wölfe lauern in der Umgebung. Ich muss ja nicht unnötig die Munition verballern und vor allem mich dann unnötig überladen, ohne das Gebiet zu erkunden. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Dann arbeiten wir uns Schritt für Schritt vorwärts. Idyllisches Tal, Außengebäude. Den Heubeinen können wir nichts machen. Aber hier gibt es nochmal Hundefutter. Okay, und sonst nichts weiter, wie mir scheint. Hier ist ein abgebranntes Haus, wo ich mir die Frage stelle, ist das immer abgebrannt oder ist das jetzt nur so... Weil manchmal sind Gebäude abgebrannt und manchmal nicht. Ist ja zufallsgeneriert. Und da ich zum ersten Mal im idyllischen Tal bin, stellt sich mir halt da die Frage. Ob das halt immer so ist oder zufällig. Da liegt ein Teilschrott, oder? Downweste, dicker Wollpulli, Metallschrott. Ist nichts. Trockenfleisch haben wir da. Gipfelbrause. I think I can use this. Nochmal Trockenfleisch. Und ich glaube, da in diesen Schirmen, da findet man nie was. So oft ich die Dinger schon aufgemacht habe und nichts gefunden habe. Gut. Scheune. Scheune, Scheune. Stelle ich mir... schwierig vor. Könnte... Es könnte ein Wolf drin sein. Es könnte aber auch ein Bär drin sein. Ich weiß es nicht. Wir gehen mal rein. Barn. So eine Lampe am Gewehr wäre praktisch. Aber es wäre ein bisschen übertrieben. Eine Zeitung. Altholz. Oh, eine Feuertonne. Gut, gut.
oben machen wir gleich. Schauen wir uns doch mal hier im Auto um. Okay. Best be prepared for anything. Jacke, Energieriegel. Hier geht's wieder raus. Was haben wir denn hier? Schublade. This will come in handy. Praktisch. Streichhölzer. Da, oh, eine Leiche da hinten. Ich habe mir gerade erst gedacht, mein Gott, was ist denn das? Gut. Der hat Wasser für uns und ein Schal. Was hat er denn noch? Natürlich, Kondensmilch. Haben Leichen so dabei. Aber... Oh. Brecheisen. Gut, man sollte da echt manchmal genauer hinschauen. Nicht nur manchmal, sondern eigentlich immer. Denn man kann schnell was übersehen. Schuhe. Erste-Hilfe-Kasten. Energieriegel. Jetzt sind wir schon so langsam überladen. Werkzeug. Nähset. Super. Lampenöl ist auch gut. Unsere Lampe ist fast leer. Spind. Der nichts gibt. Gut. Bisher eine gute Ausbeute. Trockenfleisch. Hätte ich meinen Schlafsack dabei, wäre das ein guter Ort, I'll take it. Um sich einzurichten. Oh, Qualitätsreparaturding. Die Lampe ist leer. Gerade nicht so prickelnd. So, dann essen wir jetzt erstmal was. Kondensmilch. Ich würde sagen, dann gönnen wir uns noch Hundefutter. Und dann trinken wir was. So, trinken. So, und die Lampe. Qualitätswerkzeug. Hochwertiges Werkzeug für die Herstellung und Reparaturen von Dingen. Ja. Nicht schlecht. Reparieren? Nee, auffüllen. Achso, 0,36 Liter haben wir jetzt drin. Metallschrott. Metallbehälter, wo nichts drin ist. Okay, wie mir scheint, war's das. Ich mach die Lampe mal aus und steck die Lampe mal weg. Wir sind überladen, es ist Mittag. Wir haben eine Menge Kram hier gefunden, können wir mal zerlegen. Spart ein bisschen Platz. Alles sogar besser als unserer. So, der Pulli kann auch weg. Dann die Mütze ist besser. Naja, vielleicht um 0,0.
prozentual gesehen besser. Und die Schuhe noch zerlegen. Könnten wir sonst noch was reparieren? Die Handschuhe. So. Reparieren wir schnell. So, das sieht schon mal besser aus. Die Zeitung zerlegen wir auch mal schnell. Dann haben wir 7 Uhr. Ah, dann müssen wir nochmal was essen, was trinken. Mal gucken, ob wir dann wirklich Gewicht gespart haben. Ob wir dann immer nur überladen sind. Okay, geht eigentlich schon mit dem Gewicht. Aber wir verlieren langsam an Tragfähigkeit, weil wir erschöpft sind. Also ist das Sparen hier vom Platz auch relativ egal. So. Dann noch was trinken. Ja, jetzt werden wir eigentlich nicht mehr überladen, aber da wir erschöpft sind, sind wir es immer noch. Ja, die Scheune war sehr ergiebig. Ah, hier kann ich ja gar nicht raus. Dann hat hier direkt das Gewehr im Anschlag. Ein paar Schuss haben wir ja noch. Ich werde jetzt mal schauen, ob sie sich hier irgendwie was befindet. Die Vögel ziehen auch nur weiter. Da hoppelt ein Häschen rum. Ist uns aber gerade egal. Gut, dann hätten wir die Scheune plus umliegende Häuser, also direkt umliegende Häuser, erledigt. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Sachen horten. Nochmal einen Überblick über unser Inventar verschaffen. Ob wir eventuell noch ein bisschen Wasser kochen müssen. Und ob es notwendig ist, Fleisch zu kochen. Das sehen wir dann. Mich interessiert dann auch, wo die Straßen im Endeffekt hinführen. Das eine Stück haben wir ja schon gesehen, das Ende der Straße. Ungewollt haben wir das ja entdeckt. So ziemlich am Anfang direkt, als wir hier reinkamen zum idyllischen Tal, direkt die erste Folge. Aber jetzt erstmal zurück zu unserem neuen Heim. Dann wissen wir mehr. Das Gebiet ist echt verdammt groß. Ich weiß nicht, wie sehr ich das noch abklappern werde, weil es halt so schwierig ist, das in dieser Größe so einzuordnen. Ich werde mir Mühe geben, so viel wie möglich mitzunehmen. Aber dass wir hier wirklich jeden Winkel untersuchen, das kann ich nicht versprechen. Ich glaube, das werden wir auch nicht schaffen. Das ist einfach zu weitläufig. Es ist auch sehr schwierig, sich zu orientieren. Klar, wenn man die Straße hier findet, die Brücke kennt und weiß jetzt zum Beispiel, das Farmhaus ist direkt in der Nähe der Scheune, dann das ist natürlich alles easy, sich das zu merken. Aber alles Weitere, zum Beispiel eine spezielle Höhle im Wald zu finden oder so. Sorry, aber keine Ahnung. Erstmal fangen wir mit der Frage dann an, welcher Wald und welche Höhle? Gab ja schon mehrere Höhlen. Nur als Beispiel genannt. Aber ich werde es wie immer versuchen. Was hat das da mit der Antenne auf sich? Das ist einfach nur Deko und da kommt man gar nicht hin.
Fragen über Fragen. Oh, ich muss mal ganz kurz husten. The sun is setting. It's gonna get a lot colder. So, da sind wir auch wieder zurück. Sorry. Haben wir denn jetzt hier rohes Fleisch? Irgendwie sowas, was gekocht werden muss? Nein. Haben wir nicht. Wir müssen aber auch nicht alles an Essen mitnehmen. So, das reicht ja. Bis jetzt ja noch schlafen natürlich, aber schon mal so grob drüber geschaut. Das bessere legen wir weg. Brauchen wir nicht. Streichhölzer brauchen wir auch nicht so viele. Bis jetzt brauchen wir gerade gar keins. Hier kommt jetzt eine Menge Zeug. Zeitungen müssen wir bearbeiten. Obwohl die Bartflechte, die kommt nicht hier rein. Kann ich ja auch mal die Ackerbutten wieder rausnehmen. Genauso wie das, das kommt zum Kochzeug dazu. Lege ich mal alle weg, weil wir müssen ja jetzt hier noch die Zeitung zerlegen. So, Material merken wir uns. Da muss ich ja nochmal drüber schauen. So. Zünderbünde 2 weg. Essen, Trinken hatten wir schon. Erste Hilfe. Ist so eigentlich auch okay. Das ist auch alles gut. Das kommt dazu. Die paar Flechte kommt hier rein. Das kommt zu dem Kochmaterial. Oh, wir müssen aber kochen, sehe ich gerade.